Die ICL ist im Grunde genommen fast für jeden Kurzsichtigen geeignet, auch für Weitsichtige geeignet an sich. Die einzige Voraussetzung für die ICL ist, dass genügend Platz im Auge ist, dass die Linse quasi ohne einer gewissen Raumforderung, ohne dass es im Auge eng wird, gut platziert werden kann. Das ist in der Regel bei Kurzsichtigen kein Problem. Also fast muss man sagen, über 95% der Kurzsichtigen, die wir im Augenzentrum München versorgen und mit der Anfrage der ICL zu uns kommen, können auch mit einer ICL versorgt werden, weil der Raum zwischen der Hornhaut und der Linse vollkommen dafür ausreicht. Bei Weitsichtigen ist es nur bei der Hälfte der Weitsichtigen der Fall, weil ein weitsichtiges Auge etwas kompakter, etwas enger gebaut ist. Da kann es schon mal sein, dass der Raum für eine ICL fehlt, also eine ICL-Versorgung nicht stattfinden kann. Die kommen eben für eine Multifokallinse in Frage. Ansonsten gibt es entsprechend Herstellungsgrenzen, also unproblematisch, also ohne Kombination mit anderen Verfahren können wir mit einer ICL Patienten von minus 16, minus 17 ganz gut versorgen. Wir können Hornhautverkrümmungen bis 6 Dioptrien versorgen und wir können auch Weitsichtigkeiten bis 10 Dioptrien versorgen. Und das ist eine ganz, ganz breite Palette, wo man eine ganze Menge Menschen glücklich machen kann.